Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und ja, heute habe ich vor, mal wieder in die Vulkanmine auf der Insel zu gehen, denn wir haben die Millionen zusammen und wir brauchen eigentlich nur noch die Drachenzähne, um den letzten Obelisken zu bauen. Das heißt, mein erklärtes Ziel ist jetzt, dort darauf hinzuwirken. Mal sehen, ob uns das so schnell gelingt. Ihr seht auch, hier ist einiges fertig geworden, wieder ein Haufen Bier. So, Trüffel wird verkauft, der Grünkohl, auch dieses eingelegte Zeug und das helle Bier. Den Stoff verkaufen wir. Dann würde ich in die Einmachgläser gerne Störleich wieder reingeben. Da bekommen wir Kaviar für. Der ist ja doch einer der wertvollsten Sachen, die wir bekommen können. Tja, und in die anderen Fässer. Die letzten Mal habe ich immer Wein, also Hopfen gemacht. Könnte ich natürlich jetzt auch einfach fortfahren mit. Funktioniert ja eigentlich ganz gut. Schauen wir mal kurz hier unten vorbei. Ja, die Bäume hängen voll. Das dachte ich mir schon fast. Ja, aber dann wollen wir uns natürlich hier heute mal nicht so sehr aufhalten auf dem Hof. Ich werde mich wieder nach oben beamen. Ein paar Sachen loswerden. Jetzt habe ich wieder nach unten gebeamt, okay. Ich habe ja gewusst, dass das ein schlechter Platz ist. Ich muss mir echt was anderes dazu einfallen lassen. Ja, die Sachen lassen wir erstmal hier. Ich nehme allerdings etwas zu essen mit. Ein bisschen Mango-Klebreis und um die Gesundheit aufzufüllen. Habe ich gar nicht mehr so viel, ne? Ich habe nicht mehr so viel normale Sachen. Yuya-Cola lohnt sich kaum. Nehme ich halt so ein Lebenselixier. So. Ab zum Strand. Okay, da sind doch wieder einige angekommen hier. Ah, gehen wir heute halt mal zu Fuß zu unserem Hof. Wo allerdings gar nichts reif geworden ist, außer unser Baum hier. So ein bisschen Zeit braucht es einfach auch. Macht aber nichts. Dann ziehen wir direkt weiter. Den Ingwer nehme ich aber noch mit. So, Gießkanne einmal auffüllen. Da ist zumindest schon mal ein Drachengerippe. Das macht Hoffnung. Ein Drachenzahn ist da.
witzig. Okay. Gehen wir mal vorsichtig ran. Da haben wir ihn doch. Naja, jetzt ist es einer, ne? Einer ist definitiv besser als keiner. Ist eigentlich mal schön, wenn der hier einfach auch vielleicht Drachenzähne anbieten würde. Ein Straußenei. Cool. Ja, ist die Frage, werde ich einen weiteren Strauß dann ausbrüten? Oder verkaufe ich sie? Au. Tja, und damit sind wir wieder durch die gesamte Vulkanmine durch. Affen da hinten baden in der Lava, ne? Naja, wenigstens ein Drachenzahn mehr. Fehlen noch zwei. Ob dieser Laden uns hier vielleicht noch weiterhelfen kann? Vielleicht kann man da ja irgendwie auch an was rankommen. Das hilft mir irgendwie alles nicht so richtig. Nee. Leider nein. Ich glaube, an Drachenzähne kommt man tatsächlich nur durch die Mine. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen ätzend, wenn ich offen bin. Können wir hier noch eine Ananas anpflanzen? Wir haben noch eine wilde Saat gefunden. Ui. Inventar ist wieder leer. Tja, ja, ich würde sagen, dass ich morgen auf jeden Fall auch noch mal in die Mine gehe. Ich würde es jetzt aber tatsächlich so machen, dass ich erstmal off-camera bleibe. Und wenn ich dann sehe, dass da weitere Drachenzähne sind, dann zeige ich euch das natürlich. Aber ansonsten hat die Mine ja keinen echten Mehrwert für euch. Daher würde ich mich dann kurz mal verabschieden und wir sehen uns dann gleich wieder, je nachdem wo, ne? Bis dann. Tja, also Drachenzähne waren nicht zu haben. Dafür bin ich jetzt wieder hier. Hole gerade das Bier aus den Fässern. Nein, du sollst das nicht trinken. Also wirklich, will er sich hier gleich betrinken, der Hans. Was ich auch gut verstehen kann, wenn man so viel versucht, an Drachenzähne ranzukommen und es immer so wenig gibt, wer will es ihm verdenken, dass er sich da auch gerne mal zur Belohnung wenigstens etwas holen würde. Ja, wir haben nicht mehr genug Hopfen, um einmal alle Fässer voll zu machen. Das heißt, ich gehe nichts weiter zum nächsten. Ich würde als nächstes tatsächlich Kürbissaft machen. Und wenn der sich, wenn das nicht reichen sollte, nehmen wir den anderen noch, den Rotkohl. Aber Kürbissaft ist ja auch immer sehr ertragreich.
Keine Fässer vergessen, offenbar. Hoffe ich zumindest. Dann holen wir uns hier nochmal den Laich. Ach, ich habe keinen Platz im Inventar. Ja. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Das Bier. Auf jeden Fall. Hier diese Geschichte. Dann haben wir doch schon wieder genug Platz. Ach so, ich wollte ja eventuell das weitere Straußenei ausbrüten. Da muss ich erstmal gucken, ob mein letztes schon fertig ist. Gut, die schlafen schon alle. Nehmen wir trotzdem mal die Milch mit. Gott, wie viel Trüffel hier rumliegt, ne? Was ist schon wieder los hier? Ja, ein neues Straußenküken ist geschlüpft und es ist groß. Der Name Lisoni, meinetwegen. Sehr schön. Und noch ein weiteres Straußenei. Naja. Eins davon werden wir ausbrüten lassen, eins wird verkauft. Ah, die versucht auch schon zu schlafen. Klar. So, die Zeit wird langsam knapp. Ich würde gerne noch ein paar Sachen verkaufen. Nämlich die ganze Mayonnaise, die ich zusammengesammelt habe. Den hier. Und dann eilen wir mal nach oben Richtung Bett. Moment, kurzer Abstecher hier rüber. So, da sind wir. Ja, ja, das Bier, das haut einfach voll rein hier. Trotzdem schade, dass wir es nicht schaffen, genug Drachenzähne zu bekommen. Das frustriert mich jetzt schon so ein bisschen. Naja, ja, lass mal schauen, wie heute das Glück so ist. Heute sind die Geister wieder sehr glücklich. Naja, ich werde mal kurz drüber nachdenken, was ich heute so treibe und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Also, ich habe ein bisschen recherchiert, was ich denn falsch mache, was diese Drachenzähne angeht. Weil es fing jetzt schon langsam an, mich ein bisschen zu nerven, dass die halt so schwer zu bekommen sind. Da dachte ich, das ist wirklich viel zu kompliziert. Und tatsächlich gibt es eine einfachere Möglichkeit, an Drachenzähne ranzukommen. Und zwar lassen anscheinend diese, ich nenne sie mal Lavafrösche, die es in der Mine gibt, die lassen das anscheinend auch droppen. Mit einer 15%igen Wahrscheinlichkeit immerhin. Bei der Menge an Fröschen, die wir in letzter Zeit da hatten, wäre das also gar nicht so unwahrscheinlich. Eine weitere Möglichkeit, das ist, dass man diesen Stachelrochen fängt und den in den Fischteich reintut. Denn der kann auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das produzieren. Ist aber natürlich nicht die häufigste Variante. Wenn ich das jetzt vorher gewusst hätte, dann hätte ich das natürlich längst mal getan. Wusste ich aber nicht. Ja? So. Aha. Da ist ein bisschen was fertig geworden und die Felder sind schon wieder verschwunden. Da müssen wir uns mal kurz drum kümmern. Ja. Ich pflanze dort mal ein paar Sonnenblumen an. Das muss jetzt irgendwie schnell gehen. Denn mit dieser neuen Information, das möchte ich natürlich sofort mal ausprobieren, ne? Da oben ist übrigens der erste Honig fertig, aber darum kümmern wir uns ein andermal. Also, heute habe ich wirklich andere Ideen, was ich tun könnte. So. Erstmal schön an den Strand. Tachchen, Willi. Oh, das wäre so schön, Leute, wenn wir bald das nicht mehr bräuchten. Dieses blöde Boot einfach hin teleportieren könnten. Das wäre so geil. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass ich
das jetzt ausprobieren will mit den Drachenzähnen, lasse ich die Farm auch erstmal Farm sein und werde mich direkt hinbegeben. Wir gehen nicht über los sozusagen. Aus dem Weg. So. Jetzt bis halt nur noch ein paar Lavafrösche kommt, ne? Die blöden Lavaviecher hier. Weg damit. Da ist einer. Aber wie soll ich den denn erwischen? Ah! Knochenfragment. Also ich habe ihn anscheinend getötet. Also das geht. Ah, dann muss ich nur warten, bis er quasi in der Nähe ist. Und dann kann ich ihn erwischen. Das war jetzt allerdings natürlich noch nicht ganz das, was ich haben wollte als Loot. Aber wie gesagt, 15% ist gar nicht mal so wenig. Könnte schon sein. Na, und in die Richtung. Weg da. So, weiter geht's. Hoffentlich ist heute jetzt nicht so ein Tag, wo überhaupt keine Lavafrösche hier drin sind, wisst ihr? Doch, da ist einer. Ich sehe ihn schon. Na, kommst du raus? Wieder Knochenfragmente. Schade. Überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich die vielleicht mal töten könnte, diese Frösche. Aber irgendwie dachte ich immer, die sind so weit in der Lava, dass ich da eh nicht rankomme. Habe ich gar nicht probiert. Schande auf mich. Asche auf mein Haupt, Leute. Da hätte ich längst mal drauf kommen können. So, kein Lavafrosch hier. Aus dem Weg. Nee. Nee. Es scheint halt wirklich jetzt so ein Tag zu sein, an dem echt mal kaum Frösche hier sind. Aber, oh Gott, Leute. Wir haben's. Wir haben's. Das sind zwei Drachenzähne. Bei diesem Ding hier. Der Wahnsinn. Kaum habe ich quasi eine andere Möglichkeit gefunden, kommt auf einmal auch hier das große Glück. Meine Güte. Tja, aber ich bin jetzt trotzdem natürlich neugierig. Eigentlich würde ich jetzt schon gern wissen, ob diese Frösche oder wie auch immer sie sich nennen, ob die tatsächlich Drachenzähne droppen. Das würde ich jetzt gerne noch rausfinden. Also falls ihr dieses Spiel mal irgendwann mal probiert, falls ihr es noch nicht gespielt habt, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr all diese, naja, Sachen, bei denen ich so ein bisschen fehle, dass ihr die alle nicht mit dabei habt. So, hier ist schon mal keiner. Hier könnte aber was sein. Oh ja, da ist auf jeden Fall schon mal ein Frosch. Ich sehe ihn. Schwimmt da fröhlich vor sich hin. Ja, es waren aber auch wieder nur Knochen, glaube ich. Aber da ist ja noch einer. Moment. Jetzt mal ausweichen. Ach, Mist. Mach mich voll fertig, die Dinger hier. Gut, das hätten wir. Nehmen wir mal unser Lebenselixier zu uns. Das wird allmählich nötig. Ach, komm schon. Ja, jetzt habe ich ihn leider nicht bekommen. Ich
kann ihn leider nur treffen, wenn er über der Wasseroberfläche ist. Wieder nur Knochenfragmente. Schade. Aber gut zu wissen, dass wir die Dinger immerhin loswerden muss und sich nicht so ganz von denen beschießen lassen muss einfach. Allein das ist ja eigentlich schon was wert, die Info, ne? Hier muss irgendwo noch ein Durchgang sein, so ein Knopf dafür. Okay. Wo ist der Knopf? Ach, da hinten. Ach, aus dem Weg. Nerv nicht. Sind wir wieder in diesem Rätsel hier. Ein Schutzring. So, ja, damit sind wir oben angekommen, aber leider habe ich die Frage mit dem Frosch quasi nicht klären können. Aber naja, gut, wir haben ja jetzt wenigstens das, was ich eigentlich wollte, die Drachenzähne. Damit bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Das heißt, ich werde jetzt mal zu unserem Hof zurückkehren. Dann schauen wir, ob wir kurz hier noch irgendwas erledigen sollten. Und dann geht's auch wieder ganz nach Hause. Und ich würde auch sagen, dass wir dann tatsächlich auch zum Zauberer gehen und diesen letzten Obelisken aufstellen. Gut, eine Melone haben wir. Habe ich irgendwelches Saatgut bekommen? Nein. Okay. Das hier nochmal ernten. Wir verkaufen das hier, diese Steine noch. Dann werde ich einmal den Baum da weghauen. Ich will ja hier oben eigentlich keine mehr haben. Wo habe ich denn die Drachenzähne eigentlich? Warum habe ich jetzt hier nur noch 9? Habe ich hier vorne einen zurückgelassen? Ja. Ach, ich dachte gerade schon, das wäre es jetzt gewesen, ne? Also wir brauchen noch ein paar Bananen, wir brauchen auf jeden Fall noch das Iridium. Wo sind die Bananen denn? Hier. Also 10 Bananen, 10 Drachenzähne, das Iridium und das Geld haben wir auch. Dann lasst uns mal unser Pferd herpfeifen. Dann geht es ein bisschen schneller. Wir galoppieren nochmal nach unten. Ja, ihr seht, ich habe hier auch einen Haufen Bäume gepflanzt. Ich glaube, das wird mir jetzt langsam auch zum Verhängnis, weil ich hier mit dem Pferd schon kaum noch durchkomme. Ja, aber wir haben so wenig Holz, ich musste was tun sozusagen. Ah, hier könnte ich auch was wegnehmen. Hallo, Herr Zauberer. Ich möchte gerne den Inselobelisken endlich bauen. Boah, Leute, das wird jetzt schon, das ist jetzt schon echt ein großer Moment für mich, dass ich es endlich geschafft habe, diesen Obelisken zu bauen. Hier kann ich ihn leider nicht hinstellen, da wo ich ihn eigentlich haben wollte.
Dann mache ich ihn leicht versetzt hier. So. Wow. Was für ein toller Moment. Bedeutet auch, das Einzige, was wir jetzt an Gebäuden noch brauchen, ist diese goldene Uhr, für die wir 10 Millionen Gold brauchen. Dann haben wir noch ein paar Monsterziele. Wir haben noch eine Sache zu kochen, ein paar wenige Sachen zu craften. Das heißt, ein bisschen was müssen wir für Mr. Cheese Aufgaben noch machen. Ja, und das wäre alles, was wir für die Perfektion noch brauchen. Was man eben natürlich noch machen könnte, wäre Level 100 der Schädelmine. Das habe ich ja eigentlich eh vor. Noch ein paar so kleinere Sachen, aber so im Großen und Ganzen ist es das sozusagen. Was natürlich bedeutet, dass ich noch mehr Zeit eigentlich jetzt ohne euch verbringen müsste. Denn jetzt geht's halt richtig ans Grinden, was das Geld angeht. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das jetzt mache, denn was ich jetzt schon festgestellt habe, in den wenigen Folgen, in denen ich das jetzt schon ja, so handhabe, dass ich immer mal wieder einen Tag zwischen weglasse oder zwei, dass natürlich der Aufwand für die Aufnahme und für die Folgen unglaublich hoch ist jetzt. Es ist halt nicht mehr so wie früher, dass ich weiß nicht, mich hingesetzt habe und dann für eine ganze Woche quasi die Folgen aufgenommen habe, sondern jetzt mache ich in derselben Zeit, die ich vorher hatte, vielleicht höchstens 2 oder 3 Folgen, weil ich ja zwischendrin die Tage, die muss ich ja schon spielen, ne? Also das ist ja nicht so, dass ich die dann einfach weglassen kann. Das dauert ja, naja, fast genauso lang. Es ist natürlich, man ist schon ein bisschen schneller, aber eben nicht viel. Und aus dem Grund bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich es überhaupt schaffen werde, quasi schnell genug aufzunehmen. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung gerade. Naja, aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also wenn jetzt in den nächsten Tagen es auf einmal vorkommt, dass halt mal eine Folge nicht kommt, dann nehmt mir das bitte nicht krumm. Dann liegt es einfach daran, dass ich es nicht geschafft habe. Also irgendwie... Irgendwann ist natürlich auch meine Zeit erschöpft. Ne? Naja. Aber das Ziel steht natürlich noch. Und ich werde das weiterhin so machen, wenn ich irgendwas Spannendes habe. Oder was, wovon ich denke, dass es spannend ist. Potenziell spannend. Dann würde ich euch dazu holen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber ich meine, ihr habt jetzt auch schon gemerkt, die letzten Tage habe ich immer ziemlich viel Geld schon verdient. Lag natürlich auch dran, dem ganzen Bier, das ich verkauft habe. Naja. Gehen wir mal schlafen. Gucken, was der Tag so gebracht hat. Natürlich jetzt nicht gerade die Welt, ne? Naja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nach diesem Erfolgserlebnis mit dem 4. Obelisken beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.